Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Quick-Tipp für das Mac-Betriebssystem Yosemite. Und in diesem Video möchten wir euch zeigen, wie man sich Informationen zu den einzelnen Dateien holt. Sonst könnte man das immer machen, indem man mit der rechten Maustaste auf ein Objekt klickt und Informationen anwählt. Aber es gibt eine bessere Möglichkeit. Diesen Quick-Tipp hört ihr von Monja und Markus, hallo. Markus, zeig uns, wie das geht. Ja, also früher, ich glaube vor drei Systemen war es so, dass man sich auf zwei Arten hat die Informationen einzeigen lassen können. Die erste Möglichkeit zeige ich jetzt auch nochmal eben, war ja dann auf die Datei mit der rechten Maustaste und Informationen. Aber es geht ja eigentlich auch viel einfacher. Und zwar kann man auch draufklicken und dann auf die Leertaste drücken. Dann habe ich hier halt Großanzeige der Datei, aber man kann auch das dauernd anzeigen lassen. Man hat ja den Bildschirm, wenn man einen großen Bildschirm hat, kann man sich das schön aufteilen. Und zwar gehe ich jetzt einfach dazu in die Feinde-Einstellung auf Darstellung und dann auf Vorschau einblenden. Und somit habe ich jetzt hier immer ein kleines Fenster, wo mir alle Dateien Vorschau angezeigt wird. Genau, und alle Informationen über die jeweilige Datei werden auch unten eingeblendet. Also wenn ihr Genau. mal schnell was sucht, so funktioniert es. Ganz praktisch und einfach. Ja, Markus, vielen Dank für den Quick-Tipp und wir hören uns beim nächsten. Ciao.